Und damit herzlich willkommen bei Ark Together. Ich bin euer Kirby Cobain und wir haben Großes mit euch vor. Ich bin so groß. Wir sind auch alle da. Ja. Genau. Guten Tag. Hallo. Na? Alles klar? Stellt es ab. Ja, vielleicht mag mal einer der anderen erzählen, was wir heute vorhaben. Ja, heute wollen wir ein Quetzel tamen. Genau. Wird eine gute lange Suche sein, aber ja, muss ja auch mal sein. Wir brauchen alle der Einzige mal sein, der eins hat. Eben das, wir wollen eins für die Allgemeinheit, damit es jeder benutzen kann, holen. Tame-Rate ist es natürlich erhöht. Wir wollen jetzt hier nicht gerade irgendwie fast 24 Stunden nachher sitzen und Pech haben, wenn wir losen können. Genau, und deswegen haben wir gesagt, gut, Taming-Rate hoch. Wir hätten es uns auch leichter machen können per Befehl und was weiß ich nicht, aber noch wollen wir es erst spielen. Noch also sind wir nicht. Kommt hier nicht Cheat Force Tame. Nee, so. Genau, noch sind wir nicht ganz so faul geworden. Ich bin zwar faul, aber auch nicht so faul. Warum macht immer noch Spaß und Dino Tame auch. Gut, wir haben ja aufgeteilt, wer in welche Richtung der Karte fliegt. Und dann würde ich sagen, machen wir uns einfach mal alle auf die Socken, ne? Ja. Genau, und wer ihn sieht, schreit. Ah! Oder wer einen sieht, der sollte. Hat jeder ein Fernglas? Yep. Ja. Ja klar. Gut, weil dann guckt ihr euch das Level an. Wenn er ein schönes Level hat. Auf dem Piepmatz kann man aber nicht gucken, doch. Oder? Doch. Echt? Doch, doch. Wird nur komplizierter mit dem Kopf. Ist das eklig! Ja gar nicht mehr. Was ich doof finde, ist, dass ich auf meinem Vogel zumindest die Karte nicht aufmachen kann. Das doch, doch. Cool. Du musst dann einmal das Mausrad nach vorne machen. Einmal nach vorne scrollen. Geil. Boah, so Hightech alles. Ja, ich bin eingeteilt ins Wintergebiet. Boah, ich finde die Ego an sich voll geil. Ja, ich fliege auch gerne so rum. Außerdem verringert das den Lag. Ja, wir treiben uns eine ganze Ecke weiter. Oh, erstmal fliegen jetzt. Oh, ich muss ein bisschen. Und wir haben schon den ersten vor uns. Ich glaube es nicht. Wir haben ja ein Schwein. Was? Dein Ernst? Ja. Ja. Also man findet die eigentlich recht schnell mittlerweile. Muss ich jetzt zurück? Level 8 aber nur. Nee, den lassen wir mal. Der hat keine guten Werte. Merkt ihr einfach, wo er ist. Falls ihr verzweifeln. Ja. Der ist ganz nah bei uns gewesen. Ich bin momentan, lass mich lügen, zwischen 60 und 70 und linke Linie 40. Also an dem Berg da. 60 und 70. Unten 60, 70. Oh, da unten die, sehen wir unseren Erzfeind. Den hatte ich das letzte Mal schon gesehen. Die Lon, was ist da? Also Lon ist ja unten. Aha. 60, 70 und Lay ist ja von oben nach unten. Ja. 40. Ach, bei dem Berg. Genau. Ja, wir haben hier leider nämlich mittlerweile so ein bisschen so ein Problem. Die Gigas kommen irgendwie mal näher. Ja, ich habe letztens schon den gesucht, den du mir genannt hattest, aber den habe ich nicht gefunden. Das ist der Berg genau zwischen uns und dem Wettergebiet und dann auf der rechten Seite vom Berg. Ja, da bin ich abgefahren, aber er scheint ins Wettergebiet gelaufen zu sein. Nein, nein, ich habe ihn gerade wieder gesehen. Achso. Er bewegt sich jetzt nämlich langsam auf Richtung Strand zu. Na, das ist doch gut, dann finde ich ihn demnächst mal wieder. Ich habe einen roten Airdrop, den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ein paar Raptoren. Nichts mehr. Noch habe ich leider keinen. Ach, ich bin nicht so ein Glückspilz hier wie der Kirby. Ja, das war echt Lack. Behemoth Metal Gate, das ist doch schon mal schön. Fliege ich eigentlich in die richtige Richtung? Ja. Ich muss das Gear anziehen, sonst werden wir hier mal ein bisschen Probleme haben. So, wir schauen uns mal ein bisschen um. Schau auch nebenbei so ein bisschen runter. Ja, ich hatte alles reingepackt. Fliegt der sehr hoch? Nein, er fliegt nur über den Bäumen. Achso, dann bin ich zu hoch. Ja, wenn der dicht gerade nicht so gut ist, ein bisschen runter. Ja. Und vor allen Dingen solltest du nicht in der Ego-Perspektive fliegen für solche Suchen. Nee, meine ich mir. Fand ich ein bisschen eklig. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich vorangekommen bin. Ja, ich habe den schon ein bisschen auf Geschwindigkeit geskillt, aber hier der ist immer noch nicht groschen schnell. Aber kein Wunder, hier sind auch mega viele Saurier. Ey, was ist denn das hier für eine Gegend? Alles südlicher wird richtig schlimm wegen Lags, sag ich nur, weil da spawnen sehr, sehr viele Brontos.
Das ist voll schön hier, ich will hier auch wohnen. Oh, es leckt gerade voll bei mir. Ich bin jetzt ungefähr ganz rechts an der Karte, glaube ich. Ah, ja, ja, da können wir es doch hin. Also, bisher ist im Wintergebiet noch keiner. Nein, ich habe nicht aufgepasst. Unsere Ausdauer aber erfliegt tief genug. Keine Sorge. Apex schmeißt uns doch nicht mal ab. Wie geil ist das denn? Das haben sie gefixt. Ja, das war ein Bug. Damals. Das macht er nicht mehr, außer er fällt bewusstlos. Dann fällt artig drin. Gelandet ist er bei uns. Auch wenn sie ab und zu so ein bisschen Probleme mit der Landung haben. Dann sind sie irgendwie so ein bisschen gestört ab und zu. Ich glaube, es kommt drauf an, aus welcher Höhe du kommst. Wenn du zu hoch bist, dann schmeißt er dich trotzdem, glaube ich, ab nach einer Zeit. Ach so, okay. Ja, ja gut, klar, kann sein. Trotzdem passieren, aber dafür musst du schon wirklich maximale Höhe haben. Oh, ich bin in den Kampf geraten. So, wir schauen nochmal auf die Karte. Okay, wir sind noch nicht ganz unten angekommen. Wir fliegen einfach mal Richtung... Ja, erst runter und dann hoch. Genau. Ja... Ich hab gerade das Problem, mich verfolgt ein Archie. Der mich nervt, ich will den Airdrop haben, den roten. Hier ist voll die Schlägerei vor mir. Cool. Oh, den nehmen wir natürlich mit. Misch dich nicht ein, Gewalt ist keine Lösung. Ja, nö, Vorteil ist, der. Ich guck nur zu, weißt du, wie die Kinder auf dem Schulhof drumherum standen. Ich hab einen tollen Blueprint gekriegt. Für die Raketen, für den Raketenwerfer und den Turm. Oh, nice. Das ist nicht schlecht. Ja, und ich habe noch einen grünen Raketenwerfer liegen, den ich aus dem Airdrop habe. Ey, Sumpfgebiet. Same. Lädt sich die Stamina nur auf, wenn ich lande? Ja. Ja. Du musst landen. Leider. Ihr habt alle kein Quetze, ihr könnt nicht in der Luft wiederholen. Muss ich mir irgendwas Hohes suchen, wo vielleicht kein Kackvieh ist? Oder am Strand landen. Ja. Oh, ich bin hier gerade an einem Sumpf, das ist schlecht. Das ist schlecht. Dann solltest du nicht unbedingt dort landen. Dann such dir eine Position lieber. Ah, es wird nebelig, meine Freunde. Okay, den können wir nicht öffnen. Was hast du? Nö, der Airdrop ist in einem Fels drin und deswegen kann man den nicht öffnen. Ja, der Bug. So, wir müssen wieder ein bisschen hoch. Oh, nebelig vor uns gerade. Kann auch über den Berg fliegen, aber... Fuck. Bin gestern im Wintergebiet gewesen. So, wir kommen jetzt unten auf 30. Oh, bisher noch keiner. Ich hab leider bis jetzt auch noch keinen. Ich hatte in Richtung Sumpfgebiet eingefunden gehabt. Aus einem Mal. Ich glaube, der war Level 90? 92 oder so. Bis jetzt habe ich noch keinen gesehen. Ich hoffe, ich bin ja auch noch richtig, wo ich hier rumfliege. Weiß gar nicht, die Spawn-Dinos eigentlich? Ich glaube ja. Oh, ich bin irgendwie nicht rechts. Das weiß ich auch nicht. Ja, ich glaube, die müssten die spawnen nach einer Zeit ab und zu. Fliege ich jetzt richtig? Voll der Monster-Lag hier. Ja. Ich weiß nicht, welche Richtung ich richtig fliegen muss. Ich muss jetzt nochmal da und dann machen wir eine kleine Kurve und dann... Sehe ich das, wenn ich mich auf der Karte bewege? Mhm. Ja, ich sehe es. Okay, ich fliege richtig jetzt. Du bist der Pin, dieser... Oh, ich bin viel zu hoch. Pin. Was habe ich denn da gemacht? Das Mi ist immer so ein bisschen zu schräg. Oh, ich kann überhaupt nichts mehr sehen. Das ist gerade ein bisschen nebelig. Ja, ein bisschen sehr. Also im Sumpf hier, ich glaube, ich bin noch im Sumpf. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich habe gar keine Probleme zu gucken. Bitte? Oh, aus der Ego raus. So, schauen wir mal auf der Insel da vorne. Das sind alles Archies. Und gleich wieder. Also ich weiß, dass ich die gesamte Insel abfliegen kann, so einmal von oben nach unten, ohne einmal Pause zu machen mit meinem. Nicht schlecht. Oh. Und den Archie, den Keksi von mir gekriegt hat, der ist tatsächlich so, der kann auch ziemlich lange fliegen. Ja, das stimmt. Genau, den guten Taubsi haben wir nämlich von Dachringer gekriegt. Der macht eine Vogelzucht. Ja, ich hatte auch schon Erfolg. Ich habe meinen ersten 186er. Wuhu! Ja, im großen Stil ist er dabei. Das macht er hervorragend.
Da wird noch so einiges bei abfallen. Also das, was ich gelesen hatte, war, manche Leute haben bis Level 186 oder so rausgekriegt. Nice, nachher. Nice. Also das ist ziemlich cool. Am meisten die Werte werden immer besser. So, wir gehen mal hier an den hellen Airdrop ran. Keine Ahnung, was das war. Ne? Musst du mich da auch erstmal reinlesen. Das war richtig kompliziert. Sind zwar nicht die wertvollsten Sachen, aber vier Sachen immerhin. Also. Ja. Guck mal, ich glaube, ich habe gerade zum ersten Mal einen Frosch gesehen. Guck mal, da unten hüpft der. Das sieht man nicht mehr. Toll. Frösche sind schon überzeugt. Ich habe die noch nicht gesehen. Ich hatte meinen ersten getötet. Da ist auch irgendwas Riesiges, was gerade aus dem Wasser gebackt ist. Hä, was ist das denn? Wie sieht das aus? Beschreibe mal. Wie so ein Hammerhai. Also es hat vorne... Also, nee, doch nicht. Ich glaube, es ist nur ein ganz normales Krokodil. Ich habe nie was gesagt. Wieder da. Na? Webel. Wippi. Und schon was gefunden? Nö. Nein. Oh, ein Bronto. Guten Tag. Der ist ja gut. Ja, ich habe auch schon 120er Bronto gesehen gehabt, aber den wollte ich nicht tamen, weil das so lange dauert. Das glaube ich dir. Oh ja. Wäre ich jetzt nicht von Anfang an falsch geflogen, müsste ich nicht die eine Strecke gleich doppelt fliegen, aber was soll's. Ich habe das Wintergebiet abgearbeitet. Ich werde jetzt so ein bisschen rumfliegen, wie ich denke. Ja, klar. Ja, das wird eh nur ein Gesuche erstmal, aber... Ah, da habe ich eine kleine... Oh, hier ist das voll schön! Frame-Rate-Issues, weil... Ja... Für die Dinos aufladen werden müssen. Na. Ah, jetzt hat er sich beruhigt. Hier laufen so große Viecher durch die Gegend, die sind voll süß. Aber ja, hier sind, du meinst diese Pferdeähnlichen Viecher. Ja, aber halt so ein riesig. Aber hier sind 3 Milliarden Krokodile, das ist auch irgendwie kacke. Ja. Und eine Schlange, cool, ich habe noch nie eine Schlange gesehen. Ja, aber das sind leider, ist ein Dino, den man nicht sehen darf. Also kein Dino, ist ja ein Reptil, aber... Wie cool, hallo Nagini. Nagini. Ja, deswegen, also, wäre cool. Sie sehenbar, würde ich natürlich auch mit irgendwelchen Namen von... Ja, es muss immer irgendwas mit irgendwas zu tun haben. Ja. So, jetzt werden wir mal ganz oldschool. Wer kann sich noch an die Kinderserie Kimba erinnern? Oh, dann mir heute, das ist kein Löwe. Kimba. Klar, Kimba. Lang ist her, ja. Sagen tut der Name definitiv was. Warte mal, Kimba. Das ist ein weißer Löwe, also er sieht. Ja, kenn ich. Das ist nämlich wegen König der Löwen. Genau. Nee, cool, der König kommt davon. Ja, ja. Wir haben sich davon inspirieren lassen. Bin ich jetzt richtig? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich bin wieder. Nee, ich bin da dann riesen Walt Disney-Fan. Flieg einfach, wie du denkst, wo du hier was finden könntest. Ich bin merkwürdig. Ich mag Kinderfilme. Oh, ich muss ja. Hey, jeder guckt gerne Kinderfilme. Das ist es. Ja. Ich habe neulich auch. Das war irgendwie an einem Tag, da liefen alle drei. Ich glaube, mittlerweile gibt es 3 König der Löwen-Filme, die ich auch alle geguckt habe. Jetzt? Ja. Erinnerungen kommen dann immer hoch. Ich wusste gar nicht, dass es einen dritten gibt. Das ist voll so. muss ich sehen. Ixi wurde Fangirly dann. Ja, also vom zweiten wusste ich ja noch den. Den hast du ganz knapp noch mitgekriegt irgendwie, aber. Dritten? Ah. Ja. Krasser Fiat. Das ist ein T-Rex, den tun wir nicht. Welches Level? 28. Ach so. So. Nicht erwähnt hier. Berge sind böse. Irgendwas? Nee. Also ich glaube, jetzt bin ich... Ist das ja die Fleischfresserinsel? Das ist ganz oben im... Ja, also das habe ich jetzt alles abgeflogen. Dann fliege ich jetzt ein bisschen tiefer. Den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Die Bären und das Lager. 2 Lagerfeuer. Den Berg muss ich mir übrigens einmal angucken. So unten hier so. Ah, ich habe auch schon wieder einen weiteren T-Rex getränkt. Oh Gott, diese Archies, die sind aggro, ne? Die hauen mich, oder? Weg hier. Lass mich leben. Du auch. Warum sind die denn so viele? Fliegen ja, das ist normal. Ja, nebenbei sammeln wir die Airdrops ab. Ich weiß nicht mehr, welche ich öffne. Oh mein Gott, Berge sind. Guck einfach nach. Ich bin der Meinung, du kannst blau öffnen. Grün? Nein, kann sie noch nicht. Sicher? Ja.
Ich bin halt noch so ein kleiner Pups. An den gelben gehen wir nicht ran, da sind mehr. Ist blau. Wie, was ist blau? Blau ist 35. Hey, ich bin doch schon... Warte. Blau ist 32. Ach ja. Als habe ich noch bei dem Tier geguckt. Egal, aber ich glaube, du hast recht. So, wir fliegen da noch du weiter hoch. Du bist nicht Level 200 plus. Also dann würde ich sagen, du cheatest. Dann cheate ich auch, weil Max Level ist doch irgendwie 100 oder so, ne? Nein, 94. Oder so. Und das ist schon krass genug gewesen. Oh, hier ist voll so eine schöne Buchwelt. Immerhin spielen wir ohne XP-Erhöhung, glaube ich. Doch, wir spielen, aber nur mit wenig. Achso. Kann ich hier mit kurz landen? Zwei? Ist das ein Alpha-T-Rex? Ich lande hier mal kurz und hoffe, dass ich nicht sterben muss. Oh, was bist du? Was bist du? Ein Alpha. Ein T-Rex. Okay. Oh, es ist voll schön hier. Ich bin so, mein Freund. Level 36. Ich hab was zu tun, tut mir leid. Den Rest an Klamotten lassen. Ja. Hallo, weißt du, wie selten Alpha-T-Rexe sind? Nö. Den Blueprint mit. Oh, aber ich glaube, meine Ausdauer kann ich mitmachen. So, fliegen wir mal die Küste entlang einfach. Da ist Nagini. Ich nenne sie trotzdem Nagini, egal ob ich sie nicht kriegen kann. Oh, Nagini, da ist noch. Da sind drei. Drei Naginis. Krass. Gott, dann möchte ich am liebsten wieder meine alten Werte haben. Und diese ganzen Schweinepferde sind hier auch. Nasenbärschweinpferde. Oder was das sein soll. Ey, du willst mich doch echt verkackeiern. Ist da hinten ein Giga oder ist das jetzt ein T-Rex? Oh, eine Dodo-Familie. Wir gehen wieder hoch, das ist mehr. Was? Dann doch. Das Giga ist, erkennst du am Kopf. Ja, es ist zu klein, das ist ein T-Rex. Und außerdem ist der Kopf nicht lang gezogen. Das also die Schnauze ist nicht lang gezogen. Ist rund. Gründlicher. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Boah, das ist so einer, den wir wollen. Was denn? So einen will ich haben. Da. Den da. Spino? Genau. Weil die Versuche sind ziemlich nervig, wenn man die hochlevelt. Ist leider nur 12. Naja, nee, ist lohnt sich nicht. Nee. Ich hab dafür gestern 4 Stunden oder so gebraucht, um mal einen Level 44er zu kriegen. Also zu sehen. Sind halt etwas rar, ne? Also, Ich flieg jetzt mal kurz ein Stückchen höher. Aber sieht geil aus mit dem Wasser hier bei uns gerade. Also wenn er da das ganze Wasser durch Fressen rot geworden ist, die Flieg. Ich krieg einen Krampf im kleinen Finger. Ach so? Von dem schneller fliegen. Ja, das kenn ich. Ich schieß gerade im T-Rex mit meiner Waffe an. Oh, ich muss das mal kurz lassen, sonst krieg ich eine Sehenschein entzünden. Scheiße, wie lange jetzt? Eine halbe Stunde oder sowas? Ja. Alter, das kennst du noch meine alte Nintendo-Verletzung. Woher war das eigentlich? The Big Bang. Bin ich der Meinung. Ja, und das letzte Mal sagt er noch, ich bin geschädigt, ne? Ja, scheiß T-Rex ist jetzt weggegangen. Oh, und wieder ein Archie, ist das. Ja, ist ein Art Freifliegen. Quatzel. Spino. Achso, okay, welcher? Ich schau gerade. Hallo? Jetzt ist er unter uns, verdammt. Jetzt fliegt er hier auch noch in den Baum rein. Lässt du das jetzt mal? Dann hast du aber auch ein Glück, ne? Ich hab einen Alpha-Direct gefunden. Ah, Level 16. Ja, aber das ist schon mal. Besser als der. Und das ja. Okay, ich merke mir mal, wo der war. Jetzt muss ich langsam mal anfangen aufzuschreiben. Kann ich grüne öffnen? Ja. Ja. Juhu, guten Tag. Du kriegst dafür Baumaterial. Ich hoffe, da ist jetzt nichts. Ich will nicht kämpfen. Ich kann das nicht mit dem Vogel. So. Einfach linksklick. Und wenn das ja, wir haben schon zwei gefunden. Ich weiß, aber ich bin so... Umgeber. Unkoordiniert. Also, ne, für uns läuft die Folge perfekt bis jetzt. Ein roter Drop. Kann ich das auch auf den Vogel öffnen? Nein, ich muss absteigen. Oh, na toll, der Vogel ist wieder daneben, ey, du bist ein Kackvogel.
So, wir landet schauen mal weiter. Lila, schade. Stirb. Alter, T-Rex. Die sind echt schon nervig. Die haben viel zu viel Leben. So, gib mir. Steinbewässerung. Kleines Pflanzbeet. Oh, nochmal Steinbewässerung. Zeig mal bitte deine Schnauze, du da, der da hinten rennt. Ach, hier bin ich. Das ist, hab ich mich erschreckt. Die Dinger gehen ja kaputt. Ja. Aber beobachtet mich nicht gut. Okay, wir müssen mal eben irgendwo sicher landen. Oh nein, oh nein. Light oh. Weg, mein Freund. Light ganz ruhig, weg. Leute, ganz ruhig. Ist gerade ziemlich blöd. So, ich esse mal was. Nom nom nom. Ich glaube, okay, jetzt habe ich Tiger aber in meiner Nähe. Nee, da wollen wir nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Wie viel blutiger wird's denn noch? Höher! Bist du ein Priester oder was? Wir sind Schrecker, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und der Affe wird bestimmt nicht fighten wollen. Wir können wieder. Bleib von dem Giga weg, mein T-Rex. Bitte. Wenn ich mich mit dem Giga anlegen muss. Wer da verliert, dann 300.000 Leben. Okay, ein Airdrop im Wasser ist auch mal interessant. Ja, habe ich auch gerade. Du rennst immer näher zu dem, jetzt lass das. Noch geht weg. Geht nicht, oder ist das weg. Oder ist jetzt Fluchtmodus? Oh ja, das ist ein Giga. Und ich glaube, der hat mich gerade gesehen. Und wo ist jetzt dieser Scheiß-Eifer? Er ist schneeweiß und leuchtet rot und man sieht ihn nicht in den Bäumen. Das ist gut. So, da unten sind eine Menge Raptoren, da wollen wir nicht hin. Lass mal hier so ein bisschen ein paar Bäume weghauen. Und haben wir da den nächsten? Ne, ist ein Archie-Schaden. In den Bäumen. Gott, wenn er in den Bäumen ist, sehe ich den sowieso nicht. Ja, manchmal fliegen die aus Versehen so durch die Bäume durch. Also man sieht die wegen der Größe. Groß, ne? Ja. Ja, es geht. Ich finde sie eigentlich ziemlich klein, wenn sie fliegen. Ja. Ich wette, ich habe schon 3 Milliarden übersehen oder so. Das wäre so. Deshalb fliegen wir hier drum, ne? Dann weiß nicht. Wo bin gerade hingerannt, ist der Feigling? Da ist der Giga. Der Feigling, der. Ist. Eige Mistviech da. So, wo bin ich eigentlich gerade? War das jetzt wirklich der eine Giga oder irre ich mich und ich habe hier zwei rumrennen? Ach, Jimini, ich bin auch. Können wir die leider nicht sagen. Es ist eine Frage, die niemals beantwortet werden kann, wahrscheinlich. Außer ich sterbe. Und wo ist jetzt dieser verdammte Alpha-T-Rex hingerannt? Ich will die XP haben. Hm. Boah, das ist voll schön hier. Das ist schön. Warum musste das eingebaut werden mit dem Wegrennen? Archie oder Quessel? Nee, war leider ein Archie. Achso. Ich dachte, du hättest dich wieder versprochen. Nee, diesmal nicht. Hier ist voll so eine Steinlandschaft. Ist voll cool. Mhm. Ich stehe auf sowas. Wo ist der jetzt hin? Ich glaube, ja. Das ist eine Höhle. Das ist eine Höhle. Höhle. Da sehe ich Archies. Da ist der Giga. Okay, ins Wintergebiet, das lassen wir. Wir oder? Ich habe mich richtig erschrocken. Bin gerade mal durch unser Kampfkeks geflogen. Ich dachte, was läuft darum? Ja, also da hinten ist nichts, ne? So, wir müssen aber da landen. Einmal Pause machen. Oh. Uns ist kalt, ja. Aber wir müssen hier landen. Hier ist die beste Fläche dafür. Besser schon. Oder unten schwimmt wieder so ein Kroko. Wie gemein. Er ist der Krokodok. Genau hier. Kurze Pause. Ah.
Eindeutig nervt es mich, dass Ark meinen musste, da diese Fluchtmechanik einzubauen und die Stats zu. Eindeutig. Wenn die Stats nicht gemerkt wäre, das nennt sich das. Brauchen wir keine Sorgen haben, Ark ist es. Stark genug. Für was? Ach, für den kleinen Archie da eben. Aber es gibt sich, kann nicht sein, dass du der einzige bist, der einen Quessel findet hier. Nicht ein, zwei. Ja, du hast zwei, du Arsch. Einen gleich beim Losfliegen und den anderen später. Ich werde mit dir, wenn ich jetzt einen finde, dann ist es einer von denen. Bestimmt. Warte mal, welche Level waren sie? 8 und 16. Und 16. Okay. Ich lache, wenn ich gleich meinen alten wiederfinde, den 120er. Der wäre geil. Kann ich hier einmal landen vielleicht? Geht das? Ohne zu sterben? Okay, wir hauen mal ein bisschen ab vom Wintergebiet. Da ist er! Ich hab den Alpha T-Rex wieder gefunden. Juhu. Ich dachte gerade... Alter, du bist ein Arsch, ey. Jeder ich denkt schon, ja, er hat den Quetzel in den Hallo? Mein Alpha T-Rex, den ich da angelockt hab, den will ich eher haben. Voll so Hoffnung zerstört. Ja. Hallo? Das muss ich gerade an Mythbusters denken, so, ne? Zerstört. Ich hier ist voll der Stein von König der Löwen. Oh, da unten haben wir wieder. Das war, glaube ich, daneben. Flattere, aber das ist. Das sind nur Arch und Tavis. Ah, ich schieße da so ein bisschen drauf. Muss sein. Weil mein Quetzel macht einem nicht genügend Schaden. Ach ja. Komm, reagiere auf mich. Ich bin zu alt dafür. Einer, Junge. Wie lang wären eigentlich die Folgen? Voll professionell mit einem Let's Play fragen. Ja, wir können so halbe Stunde Richtung immer in die Richtung eigentlich gehen. Ja, er ist gleich tot. Nicht länger. Er ist richtig schön blutig. So mag mein Quetzel sein. Alpha T-Rex blutig. Nicht medium? Nein, blutig. Nur blutig. Komm, jetzt stirb endlich. Du willst es doch auch. Wie viel Leben hat der Spaß? Ich töte alles nebenbei, außer ihn. Damit ihn, das wollen wir nicht. Dann fliegen wir jetzt nochmal so. Wie viel blutiger willst du noch werden, mein Freund? Jetzt renne ich weg. Richtung Sumpf. Lande. Kommt her. Nichts zu sehen hier, ey. Alter, wo ich schon gelandet bin, ne? Bin schon wieder voll falsch. So, wir müssen auch schon wieder landen, nämlich gerade. Wo ist denn jetzt das Stück, was ich nicht mitgenommen hab? So, oh Mann, ey. Die jetzt einfach mal alle hier sterben, ihr verdammten Skorpione. Ich hab ganz unten rechts irgendwie so eine Ecke ausgelassen. Und wie die ganzen Raptoren da geiern, das sieht ja heiß aus. Die haben Hunger. Hast du Skorpione? Die sterben so nervig nur. So. Fliegen wir mal über das Meer. Oh, guck mal, das ist ein Hai! Hallo, Hai! Der war dumm, oh mein Gott. Der war billig. Ja. War eher ein bisschen flach. Nicht ganz wieder in den Sumpf rein. So. Mal eben auf die Karte geschaut. Yeah! Ich hab den Skin gekriegt. Den Teratops Skin habe ich gekriegt. Au! Au! Jetzt kriegt er noch auf die Fresse. Wo bist du, hässlicher kleiner Skorpion? Hirp. Biegst du mir in den Po? Ich dachte, jetzt hat er vom Giga einfach auf die Fresse gekriegt. Das wäre schlimm, wäre ich tot, der macht 6000 Schaden rein, Biss. Ey, der ist auch völlig übertrieben, ist der, ey. Kannst du den wilden Giga nicht mit deinem eigenen Giga töten? Das geht nicht. Ja, das finde ich eigentlich Schwachsinn. Also. Nein, das war ein Archie. Ich dachte schon, ich habe einen Quetzel gefunden. Naja, ich glaube, da sind sie eben halt noch so ein bisschen auf dem Leitweg, ne? Das mit den Dinos, das war ja auch alles mal vom Game her nicht so geplant gewesen.
Ich brauch was zu trinken. Mal ein bisschen rumklugscheißern. Ich weiß halt nicht, ich spiel. Die meisten Server, die es so momentan gibt, haben eigentlich das Burn gestellt. Für sich. Weil es einfach zu nervig war. Ja, ich kann auch nur rumklugscheißern, weil ich wissen wollte, warum es bei der Aufnahme immer Shooter Games heißt. Was eigentlich nur ein Shooter werden sollte. Ein Survival Shooter. Ja, beziehungsweise das Ganze, so wie es im Forum stand, sollte das wohl irgendwie Richtung Minecraft gehen und dann, also komplett Richtung Minecraft sogar, und dann war die Planung aber gekommen mit den Dinos und deswegen wurden die später hinzugefügt. Ja, also. Eigentlich sollte das so Richtung Minecraft gehen. Ich könnte jetzt. Und der Name wurde nie geändert, weil eigentlich heißt, ne, der andere Entwickler dahinter noch mit ist Wildcard. Steht auch in meiner Beschreibung als jetzt immer bei Single-LP. Also, ich kann nur über WoW scheißen. Also, da habe ich so viel Wissen, das ist total merkwürdig. Ja, also werde ich auch Let's Play das neue beschlossen. Ich kann euch was von Kaninchen erzählen. Bist du lang? Nee, brauche ich nicht. Ich habe noch Weil zum Beispiel sollte World of Warcraft eigentlich damals den Todesritter, den Dämonenjäger und auch einen Nekromanten haben im Spiel, wo es zuerst bekannt war. Ja. Kaninchen sind laktoseintolerant. Ein Alpha Raptor. Sag ich mal her. So? Ist ein Alpha Raptor. Und ein Plus? Jo. So, ich sehe gerade, es ist Zeit zum Ciao Ciao sagen, denn es ist Folgenende. Sag an. Sag ich jetzt einfach so und ja, viel erlebt bei uns, zwei Quetzel gesehen, einige Airdrops abgesammelt. Aber keinen brauchbaren. Wollen wir mehr? Mobbing. Wir haben zumindest das zwei gesehen, das ist der Unterschied. Ja, na gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.